Wömomo Logistics GmbH. Ja, wir von der Wömomo Logistics GmbH wollen ein innovatives Paketzentrum errichten. Paketzentrum heißt, Pakete gehen rein, werden sortiert und dann neu verteilt. Klassisch sieht man hier eine Lösung. Das geht auf jeden Fall. Das gibt es von der Post in der Schweiz ein Bild. Die sehen alle ähnlich aus, natürlich sehr groß, sehr aufwendig, sehr teuer, sehr viel Fördertechnik. Und die Frage ist, wie flexibel ist das? Schöner wäre natürlich, wenn man eine sehr flexible Lösung hat. Da gibt es auch schöne Sachen mit fahrerlosen Transportsystemen. Hier ein Beispiel aus China. Da sind eben Kippschalen drauf, das heißt, die Pakete müssen draufgelegt werden und die fahren dann zu den entsprechenden Schächten, werfen die dann da ab. Konsequenz natürlich, es muss alles drauf passen, das Gewicht darf nicht zu groß sein, da gibt es dann entsprechende Grenzen. Das ist schon recht flexibel, man hat eben große Roboterarmeen, die da rumfahren, wie auf Spuren immer an den Transpondern orientiert. Das ist gut, aber es geht noch einen Schritt besser. Und wir würden gerne doch eine Lösung basieren auf dem Loadrunner des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik in Dortmund. Ein Vorteil ist eben, man kann die koppeln, sowohl per Software, dass die im C41 verhalten, größere Objekte transportieren, wie zum Beispiel diesen Träger da, oder man kann die auch über Magnetenmänner koppeln, dann hat man eben diese Vierer-Kombi da mit den Koffern drauf. Das finde ich doch sehr flexibel und wir glauben, wenn man das richtig organisiert, denn man sieht eben, die fahren nicht auf rechteckigen Spuren, sondern fahren eher wie so eine Wurfkurve und das ist sehr schön, sehr elegant. Und auf dieser Basis möchten wir ein neues Paketverteilzentrum errichten. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall bauen. Wir wollen die Paketsortierung eben mit den Loadrunnern machen. Auslieferung soll mit Drohnen gemacht werden und wir müssen diese Technik dann auch nachvollziehen können.